Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge AD Einfahrtsimulator 2022. Nordfriesischer Marsch vierfach. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir müssen hier noch ein paar Dinge einfahren. Das hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Noch ein Stück, noch ein Stück. So. Dann werden wir hier Fermenter aufladen. Ja, wir müssen noch, wie gesagt, ich habe mehr oder weniger freiwillig die neuen AD-Kurse vom lieben Fat Action runtergeladen. Und dabei sind natürlich die Kurse, die wir eingefahren hatten, sind natürlich verloren gegangen. Die wurden überschrieben. Und deswegen muss ich jetzt die Kurse, die natürlich nicht standardmäßig dabei sind, müssen neu eingefahren werden. Damit wir natürlich für den Hof die ganzen Kurse parat haben, ne? Das ist natürlich immer so eine wichtige Geschichte. Denise, einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Raid. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das hier ziehen wir noch ein bisschen vor. Ich weiß nicht, warum das so weit nach hinten gelandet ist, aber das muss ungefähr hier sein. Vielen, vielen herzlichen Dank. Was haben wir denn, Denise, was hast du denn gespielt? Hast du LS gespielt heute? Denke doch, ne? Ich habe dich vorhin in LS gesehen. Ich habe da ein bisschen reingeluschert, muss ich das so zugeben. Herzlichen Dank, Denise, für den Raid. Vielen, vielen Dank. So. LS, ja, sehr schön. Das ist verbunden, dann holen wir jetzt noch einen... Also, wir holen jetzt keinen Wasserkurs, aber wir müssen da hier noch was einfahren. Wir müssen die ganzen Sachen auch noch testen, ne? Das ist ja nicht so ganz einfach. Elternabend ging länger. Ja, du, was halt so anfällt, ne? Ist halt so. So, dann machen wir hier weiter. Mit einer Nebenstrecke. Es sind alles Nebenstrecken, die hier sind. Das ist ja das Schöne daran. Und ich würde vorschlagen, dass wir hier knapp entlang fahren. Und... Ja, das könnte sogar schon passen. Wobei, ich ziehe den einfach dann noch ein bisschen vor. Das ist Kuhstall, zack. Kuh, nee, wir müssen ja den Kuhstall 1 weiter benennen, ne? Kuhstall 1, Wasser liefern. Nee, Wasser abladen. Es ist nicht geliefert, es ist abgeladen. So, das heißt, wir müssen hier noch ein Müh weiter. So, das muss reichen. Dann verbinden wir die zwei Punkte hier. Zack, zack. Gehen wir auch noch ein bisschen nach unten. Dann haben wir das auch eingefahren. So, was fehlt noch, meine Damen und Herren? Die Düngeranlage ist jetzt nicht so wichtig. Wir könnten ja mal testen, wenn wir jetzt eine kleine Runde machen, ob der das schon so macht, wie bestellt. Und zwar geht es jetzt darum, wir machen hier nochmal groß. Das machen wir hier rein. Das machen wir auch hier rein. Das machen wir auch hier rein. Es geht darum, dass er aus dem Hoflager abholen. Das bringt er hin zum Kuhstall 1 Futter abladen. Und das Ganze ist Stroh. Ganz Standarddinger, ne? Ganz Standarddinger. Und dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Und in der Zeit, während er das macht, werden wir jetzt einfach mal gucken, ob alles funktioniert. Irgendwas haben wir nicht angeschlossen. Sehr gut. Deswegen gibt es Tests. Irgendwas haben wir nicht angeschlossen. So. Hier haben wir doch schon den Fehler. Das haben wir nicht angeschlossen gehabt. Nee, das ist jetzt gar nicht wichtig von der Futtermischanlage. Die müssen wir auch noch anschließen, by the way. Das war ein Krampf, die einzufahren. Das kann ich euch aber sagen. Wir versuchen das jetzt nochmal. Aber die Lenkung ist nicht so geil, ne? Also diese... nur mit dem Vorderrad lenken ist nicht so gut. So, ihr seht jetzt den Unterschied. Er hätte jetzt drei Wege in diese Richtung. Er fährt zum Kuhstall. Okay, das kann er machen. Ja, bisschen, ne? Hört er so. Das hier funktioniert. Er ist wieder angekommen. Ihm sagen wir, letzter Wegpunkt, mein Freund. Los. Müsste auch so klappen. Der Abfahrer ist auch angekommen. So, wie lange brauchen wir hier noch? Bist du fertig? Warte mal, ich muss hier mal... Ich glaube, der da hinten ist fertig, ne? Wir werden mal anfangen zu wenden. Ah, zu wenden. Zusammen. Ah, zu schwaden. Jetzt habe ich es aber dann doch. So, zwei Vorgewände ist okay. Generieren mal das Ganze. So. Dann kannst du schon mal fahren. Den müssten wir theoretisch speichern, den Kurs, ne? Da war was. Das ist die 48.
48. Kurs speichern, 48. Schwaden. Haben wir, weil da werden wir jetzt gleich... Aua! Da werden wir jetzt gleich unser Ballenpresse ansetzen. So, was war es denn in den Produktionen? Wenn wir diese Folge haben, schauen wir noch kurz in DFV. Ich habe Angst. Kurz in DFV ist immer gefährlich. So, dann holen wir uns hier den Kurs. Und zwar... Schwaden. Kurs laden. Aktivieren. Nehmt AD die Nebenstrecke nur zum jeweiligen Ziel zu kommen oder... Richtig, genau so ist es, Nils. Das heißt, der nimmt wirklich nur diesen Kurs, wenn er wirklich genau auf diesen Kurs muss. Wenn er nicht unbedingt hin muss, nimmt er immer die Hauptstrecke. Das ist ja das Schöne daran. Deswegen mag ich das auch so gerne. So, der ist fertig. Ich glaube, du bist arbeitslos. Du kannst nach Hause. Und jetzt müssen wir eine Sache testen. Ich möchte eine Sache testen. Lars Tomat, eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir. Gerne, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Du bist ein bisschen schmutzig, höre ich das Gefühl, du fährst mir in die Waschanlage. So, das ist jetzt nämlich das Schöne daran. Wir können irgendwo auf der Map sein und sagen, ey, du bist jetzt fertig. Du kannst in die Waschanlage fahren. Und gut ist, weißt du? Finde ich schon ein bisschen cool. So, er hat seinen Weg gefunden. Alles gut, Agrarlife. Alles gut. So, er fährt nicht weiter, weil er nichts drin hat. Kein Problem, fahren wir weiter. Das funktioniert auch. Perfekt. Was haben wir noch für Missionen aktuell? Seemission, Erntemission. Die ist auch bald abgeschlossen, ne? Sehr gut. Und zweimal Ballenmission. Sehr, sehr gut. Hier noch irgendwas Schönes. Oh, Düngemission müssen wir mitnehmen, ne? Düngemission ist Liebe. Das muss ich euch so sagen. Ernten? Den falschen Modus? Wieso denn den falschen Modus? Nö, das könnte so passen tatsächlich. Schauen wir mal. Bleiben wir mal drin sitzen. Wie gesagt, das ist jetzt alles noch, wie soll ich sagen, Beta vielleicht? Ich sag mal Beta dazu. Es kann natürlich sein, wenn die Tiefgarage kommt. Stimmt, ich brauche abholen. Jetzt macht er nämlich gerade was anderes. Ich brauche den hier. Entschuldigung. Es kann natürlich sein, dass das nochmal was geändert wird vom Punkt her. Jungs, wir sind fast auf 1400 Subs, seid ihr verrückt geworden, ey. Das ist ja noch nicht mal normal mit euch. Vögelzug direkt mal nachgemacht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Stefan, danke dir für deinen Resub im vierten. Vielen, vielen Dank. Immer unterhaltsam, geil, war auch Kögelzug direkt mal nachgemacht. Sehr gut. Können wir gleich mal testen, ob das hier funktioniert mit dem Aufladen. Das sieht gut aus mit dem Aufladen. Dann müsste er theoretisch eine Schleife fahren und dann muss er raus. Und dann muss er in den Kuhstall rein, ne? So, das funktioniert schon mal. Hier müssen wir noch einen Moment warten. Das ist zu früh aktuell. Das ist einfach zu früh. Haben wir denn... Achso, jetzt fehlt uns wieder so ein Traktor, ne? Haben wir irgendwas im Gebrauchsjob? Leider nicht. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, noch einen Traktor zu kaufen. Aber, nee, warte mal, ist ja Quatsch. Ach, der kommt nicht vorbei. Ich wundere mich gerade, dass er noch nicht da ist. Komm mal her, Mäuschen. Fährst du mal hier vorbei? Sehr gut, freue mich. Danke, tschüss. Das läuft. Er macht Ballen wie ein Großer. Und er mäht und ist jetzt auch gleich fertig. Das heißt, wir können ihn gleich nach Hause schicken. Und auch der Freund kann direkt in die Waschanlage fahren. Weil das muss sauber sein, das Ganze, ne? Oh, nein, warte, du warst noch nicht fertig. Ich habe zu früh geklickt. Ja, der BG-Deutz, ich würde da noch warten tatsächlich. Weil der Mich hat gesagt, er will ihn noch mal ein bisschen überarbeiten. Wenn ich den jetzt kaufe, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Er wird kommen, das kann ich euch versprechen. Er wird kommen, aber ich weiß noch nicht wann. Das ist mein Problem aktuell. Vielleicht nächste Woche, mal gucken. So,
wir sind hier am Wegpunkt 3388. So, du fährst mir nach Hause. Helfer C hat die... Achso, das war der gerade, ja. Warum fährst du eigentlich nicht los? Achso, du wirst gewartet, bis er ruft, ne? Okay, er hier hat abgeladen, sehr schön. Ich plane hier auch eine Strecke noch in die Richtung einzubauen, aber ich weiß noch nicht genau wie und was und warum. Fährst du jetzt links? Das wäre halt geil, ne? Guck mal, der fährt sogar jetzt, wo er jetzt links rausfahren kann, fährt er links. Weil, das Lager näher ist von der Seite als wie von der anderen Seite. Hat es sich wahrscheinlich so ein bisschen ausgerechnet, der gute Mann. Oder die gute Frau, was bist du? Du bist ein Mädchen. Fährt er wieder links. Super. Also besser kannst du eigentlich gar nicht laufen. Das mit der tiefen Garage, das juckt mich wirklich, ne? Also das möchte ich unbedingt machen. Egal wie, aber das mit der Tiefgarage möchte ich unbedingt angehen. So, wie viel haben wir denn hier schon gemacht? Dann könnte man sich das ein bisschen ausrechnen. So, wer ist zuerst zu Hause? Das ist auch so eine wichtige Frage. Den Kurs haben wir gespeichert, Chat, ne? Ist das so richtig? Den Mekos haben wir, glaube ich, gespeichert gehabt. Ist immer noch alleine zu Hause. Normalerweise ist ja richtig was los am Hof, aber ist ja momentan alles auswärts. Von dem her, da geht das nicht so flott. Und nicht so schnell, wie wir das sonst immer kennen. Wie geht es eigentlich unserem Sägewerk? Wir haben jetzt doch die ganze Woche so ein bisschen... Oh, pflügen, ne? Ja. 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 Warte mal, kann der... Kann der Große nicht pflügen gehen? Der kann doch auch pflügen, oder? Ich denke schon, dass er pflügen kann. Er ist ein großer Junge. Oder? Ja, wir versuchen das einfach mal, oder? Wir versuchen das einfach mal. Fluggerät haben wir hier. Weiß einer, wie der Missionsmod heißt? CSP. Ausrufezeichen CSP. Oder in der Modliste findest du den auch, natürlich. So, Feld 78, da müssen wir hin, ne? Das ist ja logisch. Das müssen wir gleich angehen, damit wir irgendwann Weihnachten fertig sind. So, das war der letzte Rest vom Stroh, den wir hatten im Lager. Wir haben natürlich noch mehr. Aber im Lager hatten wir das hier drin. Jetzt werden wir gleich weitermachen mit dem Einfahren der Kose. Weil wir brauchen natürlich jetzt noch weitere Kurse, die jetzt tatsächlich auch langsam relevant werden. Und zwar... Moment. Ja, genau so, Lami. Genau so. Das ist jetzt schon eine 11 von 10. Wenn ich das so sagen darf. So, wir könnten jetzt noch einen Weg machen, der uns hier rüber... Ja, ich würde da noch warten, tatsächlich. Ich weiß nicht... Welches Bild möchtest du? Das untere, das zweite auf alle Fälle. Das zweite möchte ich. Nee, Elias, ich versuche keine Geräte zu mieten. Ne? Das ist so ein kleiner Tick, den ich so ein bisschen versuche, dass das hier wirklich... sehr mietfrei über die Bühne geht. Ich überlege gerade, ob es besser ist, von der Seite ranzufahren oder von der anderen Seite ranzufahren. Wir hatten ja in der alten Version, sage ich mal, war ich ja von hier Runden rangefahren. Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn wir nicht von hier rüber düsen, weißt du? Das weiß ich wirklich nicht. Weil hier kommen wir halt richtig schön gerade hin, weißt du? Ohne Probleme. Irgendwer ist in der Waschanlage angekommen, habe ich gehört. Stau an der Waschanlage. Nö, hör auf zu schieben, mein Freund. Guck mal, wie das passt. Es passt einfach so gut.
Es passt einfach so gut. Und das ist das Schöne, weil jetzt fahre ich den Eumel raus und dann fällt der nächste rein. Das ist es, ne? Das ist genau das, was ich so liebe daran an der Geschichte. Wenn es funktioniert. So, er rückt nach. Er steht drin, bam. Wird gewaschen und ich kann jetzt erstmal was anderes machen. Das ist es. Das ist es. Meine Damen und Herren, wir sind fertig heute. Ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.